Hey Leute und willkommen zu meinem neuen Video und ich war mal wieder shoppen und das ist dann doch irgendwie mehr geworden als eigentlich erwartet und deshalb reicht das Ganze jetzt für ein Fashion Haul und deshalb seht ihr das jetzt heute von mir. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's! Mit den Sachen anfangen, die ich in richtigen Läden gekauft habe. Das klingt jetzt komisch, aber bevor wir damit anfangen, fangen wir mal mit den Sachen an, die ich mir bestellt habe. Und zwar habe ich wieder bei Rombe und Shein bestellt, beziehungsweise die beiden Firmen haben mir was zugeschickt, worüber ich wieder sehr, sehr dankbar bin. Und fangen wir als erstes an mit Rombe. Also ich habe da jeweils zwei Teile bestellt und das erste, was ich bei Rombe bestellt habe, ist ein T-Shirt. Und das ist dieses T-Shirt hier. Das ist einfach weiß und hat hier so kleine Cutouts an den Schultern. Das zweite Teil, was ich bestellt habe, ist dieses Teil. Und zwar ist das so ein Bralette. Das habe ich mir bestellt, damit ich das einfach unter so durchsichtigere T-Shirts anziehen kann. Und es ist wunderschön. Also wirklich, ich finde es so schön. Falls meine Haare übrigens komisch aussehen, ich habe die vorhin gewaschen und habe, glaube ich, ein bisschen zu viel Pflegeöl reingepackt, deshalb nicht wundern. Ja. Machen wir weiter mit Shein und ich kann euch jetzt schon sagen, das war schon wieder so ein kleiner Fail bei Shein. Ja. Fangen wir an mit dem ersten Teil, was ich mir bestellt habe. Und das habe ich mir bestellt und ich habe auf die Größentabelle geguckt und dachte mir so, hä? Das kann ja gar nicht sein. Deshalb habe ich das einfach mal bestellt, um zu gucken, wie das ist. Und zwar ist es dieses Teil hier und das ist halt ein Kleid. Also das sieht jetzt aus wie ein Sack so ein bisschen. Auf der einen Seite finde ich das irgendwie cool, weil das hat halt so richtig viel Stoff und es ist so ein richtig schönes Kleid halt. Und am Rücken hat es übrigens hier so ein besonderes Detail. Finde ich auch sehr schön. Ich muss mal gucken, was ich mit diesem Kleid anstelle. Weil auf der einen Seite finde ich es cool, auf der anderen Seite ist es halt so ein bisschen wie so ein Sack, aber gut. Das zweite Teil von Shein ist wunderschön. Es passt wirklich richtig gut. Das einzige Problem ist, dass es so unglaublich durchsichtig ist, dass man das auf gar keinen Fall so in der Öffentlichkeit tragen kann. Und zwar spreche ich von diesem Jumpsuit. Der ist wirklich unglaublich schön, weil das ist halt richtig schön mit diesen Stickereien oder so. Das ist halt hier unten an den Beinen auch nochmal. Und es ist so unglaublich schön, aber man kann da einfach komplett durch, also wirklich komplett durchgucken. Die Links von den Sachen von Rombe und Shein sind übrigens unten in der Infobox. Und machen wir weiter mit den richtig gekauften Sachen, die ich in Läden gekauft habe. Fangen wir mal an mit C&A und ich habe mir bei C&A Clockhaus so ein Kleid gekauft. Das ist dieses hier. Ja, es ist schwarz und man erkennt jetzt nicht sonderlich viel. Das Besondere hierbei ist es halt, dass es so zwei Träger hat und hinten ein Trägerpaar halt so gekreuzt ist. Und ich finde, das ist eigentlich ganz schön. Als nächstes Geschäft kommt New Yorker. Und als allererstes zeige ich euch jetzt zwei Bikinis, die ich gekauft habe. Die zwei Bikinis werde ich euch wahrscheinlich nicht einblenden, weil... ja, muss nicht unbedingt so, ne? Als allererstes habe ich mir diesen Bikini gekauft. Beziehungsweise hier habe ich nur das Oberteil gekauft, weil ich das einfach mit einer schwarzen, normalen Hose anziehe. Und ich wollte unbedingt ein Oberteil haben, wo die Träger halt so gerade sind, so normal und halt nicht hier so ein Neckholder-Dings ist. Und deshalb habe ich den hier gefunden. Der sitzt richtig schön. Und ich finde den eigentlich auch ganz schön. Dann ein zweiter Bikini, den ich gekauft habe und den ich so unglaublich wunderschön finde. Und der Bikini ist sogar komplett. Und zwar ist das dieser Bikini hier. Und das ist die Hose. Ja. Was ich an dem so schön finde, also ich weiß nicht, ob der jetzt in der Kamera weiß wirkt, aber der ist so irgendwas zwischen weiß und cremefarben. Und also das hier ist so ein Neckholder-Bikini. Jetzt kommen zwei Teile, die das gleiche Modell haben, aber die Farbe ist unterschiedlich. Und zwar ist es das hier. Das ist einfach so ein Top mit so einem Neckholder-Dingsabumster, was man sich so um den Hals zieht. Und hinten am Rücken ist dann noch so ein Schnurdings, was das verbindet. Ich bin 1A im Erklären, ich weiß. Und das fällt halt schön locker und ich finde das richtig schön. Und wenn man das mit so einem strengen Zopf trägt, finde ich das
richtig elegant. Das gleiche Teil habe ich dann auch nochmal in grün gekauft. Allerdings schneide ich da wahrscheinlich das Neckholder-Dings und diesen Faden da dran ab, weil ich das Top an sich sehr schön finde und das mit dem in grün mit dem Neckholder nicht so schön aussieht. Aber das muss ich mir noch überlegen. Aber ja. Kommen wir jetzt zum letzten Geschäft und das ist natürlich H&M. Da habe ich auch ordentlich zugeschlagen. Fangen wir einfach mal mit diesem guten Stück an und das ist einfach ein Hemd und ich weiß nicht, aber ich habe jetzt irgendwie voll den Hemdentick und finde das voll cool und deshalb habe ich mir dieses Hemd gekauft und es ist wunderschön, wie ich finde. Das ist halt mit so schwarzen Streifen und ich finde es so schön. Wenn ich das anziehe, werde ich das wahrscheinlich aber in die Hose stecken, weil ich das nicht so schön finde, wenn das so lang runterhängt und so. Ich habe ja schon gesagt, dass ich momentan so einen kleinen Hemdentick habe. Deshalb noch ein Hemd und das finde ich auch richtig schön. Das hier habe ich sogar extra noch ein bisschen größer gekauft. Also das ist irgendwie Größe 38 und das andere Hemd ist Größe 34. Also das sitzt schon gut locker, aber ich finde das richtig schön und auch das stecke ich dann in eine Hose oder knute das vorne zusammen oder so. Als nächstes habe ich dann dieses T-Shirt mitgenommen, weil ich dachte so ein bisschen so ein schönes Chillo-T-Shirt, was ganz cool aussieht, kann ich auch mal wieder mitnehmen. Dann habe ich dieses Oberteil noch mitgenommen und das ist auch ganz schön. Also es ist so ein schwarzes Top mit so einer goldenen Knopfleiste hier vorne und das finde ich auch richtig schön. Und das war im Sale. Das hat nur noch 7 Euro anstatt 14 oder 13 Euro gekostet. Da kommen wir direkt zu dem nächsten Teil, was im Sale war. Und zwar ist das dieser Sport-BH. Der ist jetzt nicht so mega schön, aber der sitzt richtig schön. Und der war halt im Sale, hat nur noch 3 Euro gekostet. Dann dachte ich mir so, ja, es juckt ja keinen, was du für ein Sport-BH anhast. Kommen wir jetzt zu dem absoluten Lieblingsteil aus diesem Haul. Also ich habe mehrere Lieblingsteile oder Teile, die ich sehr gerne mag. Also eigentlich mag ich alle ziemlich gerne. Aber dieses Teil ist wirklich, ich habe mich so krass verliebt. Und zwar ist es diese Hose. Das ist eine Boyfriend-Jeans. Aber das ist irgendwie nicht so eine krasse Boyfriend-Jeans, also die sitzt schon locker, aber irgendwie erst ab dem Arsch. Also am Arsch ist die noch schön und so ein bisschen figurbetont, aber dann wird die halt locker und ist an den Beinen ist sie halt so ein bisschen lockerer und ich finde die so schön und die ist so unglaublich gemütlich und die hat halt so Löcher an beiden Knien. Das waren jetzt die Sachen, die ich innerhalb der letzten 3 Tage gekauft habe. Ja. Auf jeden Fall, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was euer Lieblingsteil aus diesem Haul war. Es würde mich sehr interessieren. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr diesen Fashion Haul ganz cool fandet. Und ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben und Feedback in den Kommentaren freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche wahrscheinlich wieder. Und ja, bis dann. Tschüss!